Hallo und willkommen zurück. Eine weitere Folge Train Fever hier bei Ralfinger LP. Folge 4 ist es jetzt schon und irgendwie habe ich es die letzten drei Mal immer geschafft, diese 30 Minuten Folgen zu machen. Ich glaube, dabei bleibe ich jetzt auch erstmal. Es ist eine schöne Zeit. Ich hoffe, euch gefällt das LP auch so gut wie mir. Ich finde es super. Und wir drücken mal wieder auf Play, damit hier mal was vorangeht. Ich habe mich nur kurz pausiert, damit ihr nichts verpasst. Das ist ganz schön in dem Spiel hier. Die letzte Folge solltet ihr gesehen haben, da haben wir drei neue Linien mit aufgebaut. Also eine Linie mit drei neuen Fahrzeugen, und zwar diese rosane hier. Und die waren gerade, so selber mal schauen, leer. Zwei davon waren leer, wie sie hergefahren sind. Das muss ich mal überlegen. Hier sollen die doch eigentlich Güter mitnehmen, oder nicht? Ja. Aber die haben keine Güter dabei. Doch Eisenerz, null Eisenerz. Jetzt frage ich mich gerade, welcher von den beiden ist das hier? Kurz schauen. Warum fahren denn zwei wieder leer? Warum haben die kein Eisenerz dabei? Okay, ich muss auf jeden Fall... Gut, wartet mal. Das ist doch... Das ist ja ganz ein anderer hier. Ich schaue wieder, wohin gucke ich denn wieder? Die haben es gerade abgeliefert. Sehe ich das richtig? Bei der Linie 5, die muss ich mal editieren. Linie 5 sollten die definitiv nicht leer fahren. Und zwar möchte ich mal so ganz kurz den Gütertransport wieder anmachen. Gucken hier, halt, nein, das hier. Produkte gehen da raus, genau, Produkte. Das heißt auch, dass ich hier in höchsten Nebengleis die bitte warten sollen und vorladen sollen mit Fracht. Ganz wichtig. Weil jetzt gerade fahren die zwar... Wartet mal. Eisenerz fahren die doch, ne? Hier. Ne, wartet mal, das ist schon richtig. Die sollen sie nicht vorladen, das stimmt gar nicht. Hier, genau. Einer Fracht, jeder Fracht. Laden, wenn vorhanden. Lösten, eigentlich sollen die hier gar nichts machen, ne? Und hier laden, wenn vorhanden. Laden, vorladen, einer Fracht, genau. Die sollen hier... Wo komme ich denn da jetzt hin? Kann ich das auch sehen? Ja, toll, da sind wir ganz schön rausgezoomt. Unsere Linie, ich mache mal ganz kurz die... Ah doch, ich lasse sie nochmal offen. Das mache ich mal zu, dass wir ein bisschen mehr Platz haben hier auf dem Bildschirm. Ich möchte natürlich, dass die hier sich vollladen. In Eitleshof Haltepunkt. Genau so ist es. Vollladen, und dann sollen sie, wenn sie hier... was produzieren die hier? Eisenerz, wenn sie das vollgeladen haben, dann sollen sie da hinten abladen. Doch, das ist schon richtig. Okay, passt schon. Das heißt, der eine fährt gerade hier mit Eisenerz hin und die anderen beiden fahren gerade zurück. Ich glaube, einer von den beiden war leer, sonst hätte ich schon überall gewinnen. Weil es hat ordentlich Geld gebracht, muss ich sagen. Gut, die Linie funktioniert soweit. Was denn mit euch da oben los, mit euch beiden? Ihr transportiert gerade, ich glaube, Güter in die Stadt war das, oder? Linie 4. Produziert, oder heißt, was heißt produziert? Güter hier Nebengleis ankommen, genau, sollen Güter mitnehmen und das Ganze dann hier in der Stadt, Gott, warum suchen wir denn da so weit raus immer, abladen. Gut, doch, die funktionieren, das habe ich schon mal alles richtig gemacht. Ich musste das nur noch mal prüfen, weil es dann doch manchmal irgendwie doch schwieriger ist als gedacht. So, wir machen die ganzen Fenster mal zu, weil die ganze Zeit so einen blöden Wagen da zu sehen, das interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Ich lasse aber mal diesen Güterfluss an. Das interessiert mich nämlich, weil ich bestimmt, ich werde gleich mal irgendwie was Krasses wieder bauen. Und das ist bestimmt gut zu wissen, wo das denn hingeht, das Zeug. So, Öl geht da hoch. Okay, das ist auch nicht so weit weg, die Strecke. Die gehen, ah doch, das Öl, das geht eigentlich, ne? Hält sich in Grenzen, der Weg. Ich frage mich auch gerade, ob es sinnvoll ist, dann hier eine Strecke auszubauen mit einer besseren Straße, so wie ich es hier gemacht habe. Schauen, wie viele Güter liegen hier. 12. Okay. Und du fährst jetzt wahrscheinlich leer gerade, oder? Nee, hat 4 Güter dabei. Wunderbar. So, dann schauen wir uns mal unsere Bilanz an. Wir sind noch im Plus. Das ist gut. Sogar sehr gut. Das heißt, ich könnte hier mal ein bisschen was von meinem Kredit zurückzahlen. Noch 2,3 Millionen Darlehen. Hurra. Da freut man sich riesig. Ich mache mit 2 Linien plus gerade. Und die nächsten, diese Linien hier sind auf jeden Fall, also ich glaube, was macht man so 30.000 damit oder sowas, oder 30.000, 40.000 mit so einer vollen Ladung. Die werden bestimmt auch gleich ein bisschen was abwerfen. Was mich immer noch ein bisschen ärgert, ist mein erster Gaulkarren. Das heißt hier kein Weg. Bewegt der sich gar nicht oder was? Ich glaube, kein Weg ist kein gutes Zeichen. Und schauen wir mal hier.
das ist Linie 2. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Linie 3, genau. Warum steht denn der da einfach? Die haben beide keinen Weg. Ich glaube, deswegen machen die auch keine Kohle. Da stimmt was mit der Linie nicht, ne? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum ich die nicht angezeigt bekomme. Und ich glaube, ihr habt bestimmt schon längst geschnallt, was ich falsch gemacht habe. Aber ich nicht. Scheiße. Kein Weg heißt... Was heißt denn kein Weg? Sind die kaputt? Kein Weg, kein Weg. Danke für die Erklärung, Spiel. Das hast du wieder gut gemacht. Details. Gut, da krieg ich Details über alles Mögliche, aber... kein Weg. Na, hurra, ey. Was zur Hölle ist kein Weg? Gut, kümmern wir uns erstmal um die rote Linie. Linie 1. Laden, wenn vorhanden. Das passt eigentlich alles. Entfernen. Ah! Ich habe ein neues Fahrzeug bekommen. Und jetzt sehe ich auch wieder die Linie. Was habe ich denn da gerade entfernt? Den Bahnhof? Ah, guckt mal. Jetzt schnalle ich das. Jetzt habe ich es verstanden. Leute, man kann zwar einen Bahnhof in dieses Netz mit einbauen, aber ich kann da nicht hinfahren. Deswegen geht es nicht. Ach, wie bescheuert, ey. Da habe ich jetzt 2 Folgen dafür gebraucht, um das zu verstehen. Aber das ist halt das Gemeine an diesem Spiel. Du musst es halt erstmal irgendwie rausfinden. So, den Bahnhof wollen wir natürlich auch noch irgendwie anfahren hier. Ich würde gerne hier eine Haltestelle bauen. Warum geht das nicht? Hallo? Da. So, lala. Und dann können wir hier Haltestelle hinzufügen. Nach der 4. kommt noch die 5. Super. Okay, Leute. Das ist natürlich, ja, wie ich schon gesagt habe, Anfängerpech. Habe ich einfach falsch gemacht. Habe ich nicht, wurde mir aber auch nicht gesagt, dass ich keinen Bahnhof hinzufügen darf. Deswegen war auch die Strecke nicht sichtbar. Das ist natürlich echt bescheuert. So, wie heißt denn hier der Bahnhof? 1. Entfernen. So, das sollte reichen. Ja. Aber jetzt funktioniert es wieder. Jetzt hoffe ich auch, dass wir wieder Passagiere transportieren und der sich überhaupt bewegen kann. Ich sehe zwar nirgends Passagiere, außer hier am Bahnhof. Aber gut. Zumindest hätten wir dieses Problem mal gelöst mit den Linien, dass ich die Straßenführung wieder sehe. Das war ja auch ein Drama. So, da oben kommt gerade ein Gütertransport an, glaube ich. Sehr geil. Gucken wir gleich mal, was das hier bringt an Cash. Der hat auch Güter dabei. Das ist hier Linie 4, Straßenfahrzeug Nummer 3. Da sind wir gerade bei minus 5.000. Und jetzt haben wir plus 50.000. Fuck yeah. Da freut sich der Ralf, ne? Und ihr seht gleich, die Güter gehen in die Stadt weiter. Die wandern gleich hier aus der Stadt in die Gewerbegebiete. Hier müsst ihr, ja genau, ich habe sie ins Gewerbegebiet gesetzt. Wunderbar. Werden gleich verbraucht, die Güter. Und diese Transporte sind auch dafür gut, dass die Städte weiter wachsen. Also damit... steigere ich das, ich wollte schon sagen, das Bruttoinlandsprodukt dieser Stadt, aber so ähnlich ist es ja. Aber geiler Scheiß, ich sehe grüne Zahlen. Ich sehe wieder grüne Zahlen. Lalalala, der Ralf ist froh. So, mein Bahnhof hier hat auf jeden Fall ordentlich Passagiere. Schauen wir mal ganz kurz, ob der andere Bahnhof auch, naja, nicht ganz. Was wir jetzt machen, ist das erste Projekt, das nennt sich Gleisausbau. Jetzt frage ich mich gerade... In der Mitte der Strecke. Wo machen wir das? Schon, ne? Und die Züge sollen sich am besten in der Mitte treffen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier mit dem Gleisbau das nicht am Anfang gleich verkacke. Was gibt es denn hier? Haltestellen. Okay. Zugdepot. Ein Pfadsignal. Dazu kommen wir auch gleich. Dann hoffe ich jetzt mal, dass ich hier einfach parallel... Geht es hier nicht? Weiter kann ich nicht, oder was? Auf der anderen Seite vielleicht? Vielleicht ist auch gerade nicht der beste Ort, um hier eine Haltestelle oder irgendwas hinzubauen. Wo haben wir denn hier flaches Land, wo ich hier... Das sieht doch gut aus, oder? Ah, genau. Hier, das sieht gut aus, das Stück. Ich möchte natürlich nicht irgendwo unter der Erde bauen müssen. Deswegen hat es da, glaube ich, nicht funktioniert hier gerade. Hm.
probier's jetzt einfach mal aus. So, das hat funktioniert. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier... wieder reinkommen, das Gleis hier wieder auf das andere bekommen. Wunderbar. Jetzt weiß ich, dass die Signale innen sein müssen. Und zwar sind die Signale, der Zug fährt rechts, also kriegt der Signal. Jetzt muss ich mal selber gucken, nicht, dass ich es falsch mache. Hier. Oh Gott, ey, Ralf, zoom mal ein bisschen ran. Der bekommt das Signal hier. Achtung! Vor dir steht ein Zug. Und der andere Kumpel sollte das Signal hier bekommen. So. Okay. Ich hoffe, das klappt. Es kann auch sein, dass es jetzt ein bisschen lang ist, was ich hier gebaut habe. Aber Leute, ist wie gesagt mein erster, meine erste Signalstelle. Und ich schaue jetzt mal, der fährt da durch. Das heißt, wir werden hier in dem Depot uns einen neuen Zug holen. Machen wir mal zu hier. Und ich glaube, ich konnte gerade... Irgendwas habe ich neu dazu bekommen. Ich habe leider nicht aufgepasst. Das war aber doch eigentlich... Na naja, gut. Wir kaufen eine weitere Bahn und nehmen wieder hier Brötli-Bahnwagen. Und sagen, Linie zuweisen, Linie 2. Und jetzt hoffe ich mal schwer, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass der Zug da vorne jetzt peilt, da kommt was. Und er halt an dem Signal hier stehen bleibt. So, ich bin sehr gespannt, ob ich das richtig gemacht habe. Sieht man das an dem Signal überhaupt? Kann man das erkennen? Das ist auch nicht wirklich die Mitte der Strecke, die ich hier ausgewählt habe. Er bremst. Gutes Zeichen. So, der andere Bahnhof macht gerade den Wagen voll. Ist natürlich eine gute Strecke, geht eigentlich. Macht zum anderen Bahnhof, ja, es geht. Ist nicht wirklich die Mitte, die goldene Mitte, aber es sollte so in die Richtung funktionieren. Jetzt muss halt der Zug da drüben ein bisschen Gas geben. Dadurch, dass es nämlich nicht mittig ist, davon gehe ich mir also aus, ein bisschen weiter hier an dem rechten Bahnhof dran, werden die Züge wahrscheinlich immer in der Mitte ein bisschen warten müssen. Nichtsdestotrotz hoffe ich schwer, dass trotz dieser... Behinderung, sag ich mal, im Gleisbett, die ich da jetzt reingebaut habe, die Züge trotzdem lukrativ sind. Und natürlich dem Passagieraufkommen gerecht werden. Und ich sehe dahin, ah, ich habe wieder Passagiere, guck mal, da ist ein Passagier und ich sehe ein grünes Plus hier. Ach Gott, ey, mich das freut. Und hier sind auch wieder Passagiere, ja hurra, ey. Die waren nur nicht da, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ich habe die einfach irgendwo langfahren lassen, wo es nicht ging. Ja, das Spiel lässt einen wirklich erstmal 1,5 Stunden lang rumprobieren, bis man schnallt, wie es funktioniert. So, der oben qualmt sich hier ein Wolf gerade, wie ihr seht. So eine andere Optik nehmen hier, dass ich auch das Signal sehe. Rauszoomen. Der. Bin immer sehr gespannt. Ich war gerade nur so ruhig, weil ich habe das Fenster offen. Und direkt vor meiner Tür werden auch gerade Gleise verlegt. Ich wohne im Ballungsraum Erlangen-Nürnberg Fürth und wir kriegen hier eine krasse S-Bahn-Strecke, wo sie auf jeden Fall aus 2 Viergleisen machen. Und da draußen geht es immer ordentlich ab. Da fahren immer so krasse Sachen vorbei. Und da habe ich jetzt gerade einfach mal rausgeguckt. Und es könnte sein, dass ihr das auch hört. Da fällt gerade echt ein krasser Zug durch, ey. Ist das eine Dampflok? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch sehr faszinierend, während ich hier im Spiel bin. Da draußen passiert auch ganz viel mit Gleisen, Schienen und allerlei. Und hurra, das hat schon mal funktioniert. Ich bin glücklich. Ich bin sehr glücklich sogar. Die Züge fahren. So, dann schauen wir mal ganz kurz auf unsere Bilanz, die leicht rot ist. Wo haben wir denn so viel Geld ausgegeben? Ah, ich glaube die Eisenbahn. Genau, die Eisenbahn hat gekostet hier 300.000 der Einkauf. Und dann hier nochmal die Instandsetzung, glaube ich, oder der Unterhalt. Das hier sieht eigentlich ganz gut aus, ist jetzt besser gefüllt als vorher. Und nein, ich wollte jetzt nicht die Flächen mir angucken, sondern ich wollte eigentlich wieder eine Übersicht haben. Nein, das wollte ich auch nicht sehen. Transportmittel, da seid ihr. Genau, das wollte ich haben. Wo haben wir denn noch Minus?
Also, unser Transportfuzzi macht ein bisschen Minus, das wird sich ja wiederholen. Linie 3 ist auch, aber die transportieren was. Der Güterzug, der Personenzug ist voll, das ist gut. Und die beiden Straßenfahrzeuge sind die einzigen, die noch miese machen. Die haben aber beide den Laden voller Eisenerz. Was auch wieder super ist. Jetzt schauen wir mal, wie lange die noch ungefähr brauchen, bis sie da rüberfahren. Okay, die sind gerade losgefahren. Das war wahrscheinlich erst jetzt gerade, sind die aus dem Depot raus hier unten. Und die fahren diese pinke Linie. Wunderbar. Was sagt denn der Laden hier? Wie viel sind denn hier verfügbar gerade? 12. Das heißt, ich könnte theoretisch eigentlich noch mehr reinbuttern, oder? Weil ich bin gespannt, wie viel wir für die Passagiere da oben kriegen. Dass wir gleich mal ein bisschen mehr Grün haben in der Statistik. Oh, guck mal, wie viele Leute da anstehen, ey. Nicht auszuhalten. 57. Puh. War schon gut, dass ich aufgerüstet habe, ganz ehrlich. Und er sagt, das Konto 144.000, also sind wir schon mal gut im Plus. Und 54 Passagiere wollen da in die andere Stadt. Habe ich gut gemacht. Bin ein guter Stadtplaner. Die beiden hier unten, die jetzt voll sind, werden auch gleich Plus machen. Das Einzige, was noch ein bisschen fehlt, ist hier die beiden Straßenfahrzeuge. Aber ihr seht auch, die sind jetzt nur noch im Tausenderbereich. Das heißt, unsere Bilanz sollte ganz schnell hier positiv werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Züge hoffentlich auch Gewinner werfen. So, der eine fährt jetzt im Bahnhof rein, der andere fährt schon wieder los. Das ist gar nicht mal so verkehrt, weil der hier, glaube ich, länger braucht zu diesem Gleis, wo ich gerade gebaut habe. So, wir schauen mal. Die Jungs sind gerade immer noch davon unterwegs. Ah ja, stimmt, man sieht ja hier. Diese blauen Teile sind ja meine Gütertransporte. Wir können mal gucken. Ich habe ja gerade irgendwann ein Fahrzeug dazu bekommen. Ja, das habe ich leider irgendwie verdrängt. Das müsste doch dann eigentlich ein Straßenfahrzeug gewesen sein. Genau hier, was ist das denn? Gebaut von Franzosen fuhr dieser Dampf-Omnibus bereits über größere Strecken. Von Le Mans nach Paris, okay. Kann wie viele Personen? 6. Brauche ich gerade noch nicht. Meine Stadtdinger da mit den Passagieren sind eigentlich nicht ausgefüllt. Ihr seht hier 2 von 5 und 0 von 5. Bin zwar ein Plus, aber da ist noch nicht, sehe ich noch nicht den Nutzen dafür. Eher sogar meine Bahn. Hier, da ist ordentlich was los. Also, wir gucken hier. Der fährt gerade raus aus dem Zugdepot. Warte mal, ich mache das mal anders hier. Das setzen wir mal ein bisschen an den Rand, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ist auch echt Liebe. Ach, Statistiken. Ich könnte mich da stundenlang mit beschäftigen, ich sag's euch. Einfach schön. Auch immer hier die Fenster so ein bisschen arrangieren und so, den ganzen Kram. Ist toll. Ist einfach toll. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das mit Facecam aufnehmen soll, aber ich glaube, das nimmt fast so ein bisschen zu viel Platz weg für die wunderbaren Statistiken, die ich da nicht anzeigen kann. Das will ich nicht. Guck mal, wie schön das jetzt hier aussieht wieder. So, mein Zug. Ist jetzt einer von beiden? Steht da schon einer? Nein, ne? Aber der steht gleich. Wobei es ist, glaube ich, es ist vertretbar. Guck mal, der Zug kommt gerade drüben angefahren. In dem Takt, wenn sie fahren, würde mir das wahrscheinlich nicht wirklich wehtun. Und wir sind ja gut im Plus mit beiden Fahrzeugen. Oh, cool. Borsig ist verfügbar. Sehr geil. Wer ist denn Herr Borsig? Wahrscheinlich der Erfinder dieser wunderbaren Lokomotive. Wir können jetzt aber drüber nachdenken, dieses Schienennetz weiter auszubauen oder mal einen Gütertransport auf Schienen zu bauen. Hier ist ja auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Und ihr seht aber auch, hier ist die Strecke ist nicht wirklich lang. Die Güter gehen auf jeden Fall in die Stadt. Ich glaube, da könnte man unterstützen. Ne? Hier Güter in die Stadt fahren. In Lehenfeld. Das können wir machen. So, jetzt frage ich mich gerade, warum steht denn die Bahn da gerade? Achso, das ist die. Okay, alles klar. Ich dachte, das wäre die aus der anderen Richtung. Passt, alles gut. Alles im grünen Bereich. So, ich hoffe, ihr da unten könnt jetzt mal endlich eure Güter hier abtransportieren. Achso, ihr braucht noch ein bisschen. Habt noch ein bisschen Strecke vor euch. Puh, achso, warte mal, da müssen die ja gar nicht. Wo ist die Linie 5? Ah, ich war falsch. Die geht ja hier runter. Alles klar, hab die falsche Straße angeschaut. Nun gut, dann warten wir mal ab. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt mal hier oben drum. Das sieht einfach schön aus. Das sieht aus, als wäre da ein bisschen Geld zu machen. Und was wollen wir sonst als Geld machen? Ich würde sagen, der produziert hier 16. Dann bauen wir mal, wir machen das mal alles weg, schauen uns mal die Statistiken gleich wieder an. Die Züge fahren auch, so wie ich mir das vorgestellt habe. Wir gucken mal, was gibt's denn hier? Ein Produkt bekommen wir hier. Okay, wir produzieren Produkt. Bahnhof? Nein, Bahnhof für Produkte. Ich glaube, das ist ein bisschen too much für die kurze Strecke. Ich bin mir nicht sicher.
So, ich würde aber auch sagen, man sollte hier die Strecke definitiv abkürzen, indem man hier die Straßen erweitert. Und zwar bauen wir hier mal eine Straße runter. Und zwar... Warum ist die so krumm? Yep. Weil der Weg dahinter in das Gebiet, wo ich hin will, dann kürzer ist. So wird er einmal hier durch die Stadt fahren, außenrum wieder rein. Ich glaube, mit dieser kleinen Geschichte hier kann ich das Ganze ein bisschen verbessern. Ich brauche wieder mal keinen Busbahnhof. Nein, ich brauche einen, wo war es denn noch? Haltestelle hier. Umschlags, Güter hier, Cargo. Dann nehmen wir mal wieder einen großen. Ich glaube, hier in der Stadt ist nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen protzisch hier. Da ist nur die Frage, wo am sinnvollsten ich das Ding platziere. Hier ist ein bisschen Güterdingsterbumster. Hier vorne schon? Nee, ne? Ich würde es gerne hier hin platzieren. Das wäre ganz geil. Da muss aber das Haus weichen. Egal. Bleibt nie mehr weg. Na? Kann ich nicht wegplanieren? Warum nicht? Da sind nur 6 Leute drin. Ich würde es doch nur einfach mal abreißen hier. Das kann wohl nicht so schwer sein. Danke. So. So, wunderbar. Der erste Schritt wäre getan. Straße wurde erweitert. Güter sind gesichtet. Ich baue auch hier unten den großen hin, weil er hat ordentlich Güter hier, mein Freund. Da geht auf jeden Fall was. Habe ich denn keine Kohle mehr, weil es so rot ist? Oder was da los? Was sagt denn meine Bilanz? Mal kurz Escape drücken. Ich leime nochmal 100.000. Ich hatte nämlich kein Geld mehr. Das kommt natürlich auch in den besten Familien vor. Habe ich wieder zu viel zurückgezahlt an Krediten, ja? So, den haben wir dahin. Und jetzt bauen wir noch ein Depot. Das Depot bauen wir. Wohin bauen wir das denn? Auch da unten denn, oder? Warum nicht? Nicht genügend Platz. Deswegen soll es auch die Kurve hier machen. Da. Wunderbar. Hier drin kaufen wir jetzt mal wieder Straßenfahrzeuge. Pferdefuhrwerk. Nicht genug Geld. Ah, schon wieder Geldlein hier. Bling. Und zwar kaufen wir mal 4. Und sagen hier Linie. Depot. Auf die Seite. Oh Gott, jetzt habt ihr alle hier offen, oder wie? Ich würde gerne die Linie von hier. Halt. Neue Linie. Der Button ist doch auch richtig gut versteckt. Haben sie gut gemacht. Haltestellen hinzufügen. Hier. Entschuldigung. Hier. Nach hier. So, und hier laden, wenn vorhanden, Vorladen einer Fracht. Und jetzt schauen wir nochmal das Gütermenü an. Wo ist denn jetzt hier... Warum sind jetzt die Güter verschwunden? Kann ich in dem Menü die Güter nicht sehen? Landnutzung geht, Cargo... Ah, Cargo geht auch. Ist hier gerade... Hä? Warum ist denn hier so wenig Cargo auf einmal? Wo ist denn... Seht ihr das? Ist einfach verschwunden. Das verstehe ich jetzt nicht. Da war doch vorhin voll die Action hier. Warum ist denn jetzt alles weg auf einmal? Ach, keine Ahnung. Linie zuweisen alle. Linie 6, auf geht's. Der Plan war ganz klar, ihr dürft hier bitte, bitte erst losfahren, wenn was da ist. Und hier, der produziert gerade Produkte. Und wir werden Produkte dann in die Stadt fahren. Ein Produkt ist schon unterwegs und ich hoffe, dass sie jetzt hier in diesem wunderbaren kleinen Stellbahnhof, den ich gebaut habe, sich alle hinstellen und warten, bis Produkte kommen. Und, wo wandert das Produkt hin? Sehr gut. Da soll's rein. Nein. Alle Produkte? Okay, dachte schon. Ey. Aber komisch, dass auf einmal alle Produkte verschwunden sind, die auf dieser Linie gegangen sind. Da waren richtig viele vor. Ne? Das hat man auch gesehen. Da war auch richtig... Nach hier drüben ging es auch richtig ab. Hier seht ihr, da oben sind jetzt wieder ein paar. Da sind ein paar. Irgendwie hat sich das irgendwie resettet hier. Die ganzen Items, die hier gerade rumgefahren sind. So. Alles klar.
gut, das läuft dann mal auch, würde ich sagen. Bedarf haben wir hier an Kohle und was ist das? Eisenerz. Mal schauen. Eisenerz war hier oben und Kohle ist auch hier oben. Man könnte theoretisch hier noch eine zweite Linie hinbauen, die da runterfährt. Ich glaube, das mache ich auch. Ich werde mal hier noch einmal Kohle hinbauen mit zwei einen kleineren Umschlagsplatz. So viel brauchen wir da nicht. Und werde sehe ich hier oben auch noch ein Depot bauen. Das kostet nur Geld. Ne? Aber wenn die jetzt da hochfahren, ist der Weg auch umsonst gewesen. Ne, das machen wir. Wir machen eine neue Linie. Im Depot kaufen wir nochmal zwei Pferdekutschen. Nicht genug Geld. Das Schöne ist, man kann eben sich jederzeit ein Darlehen nehmen. Und ich habe auch schon einiges zurückgezahlt. Von daher kann man ein bisschen Geld ausgeben gerade. So, die hätten wir, die beiden. Und sagen dann wieder bei Linie, neue Linie, bitte fahr da hoch. Und vollladen. Und danach fährst du bitte hier runter zum Entladen. Linie zuweisen, alle. Linie 7 ist weiß. So, jetzt müssten die beiden Jungs oder Mädels, kann ja auch sein, dass ich hier irgendwelche Frauen habe, die die Gäuler lenken, eigentlich nicht dahin fahren. Die sollten eigentlich zur Kohle fahren. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Auch ein gutes Deutsch. Die sollen ja nicht rein, da werden sie nur stecken bleiben, weil da schon welche stehen. Hat doch keinen Sinn. Oder können die da rechts dran vorbeifahren? Oh nein, sie können nicht dran rechts vorbeifahren. Stau, oh mein Gott. Ich dachte, das wäre so intuitiv gebaut, das Ding hier. Dass die einfach aneinander vorbeifahren können. Ihr seht es ja auch hier so, zack. Aber hier steht einer, ne? Der nervt. Man sieht ja verschiedene Linien, aber ich verstehe nicht, warum die jetzt hier so konfuse, so einen konfusen Weg fahren. Vorladen einer Fracht. Entfernen. Das hier machen wir mal weg hier. Entfernen. Dann sollen die einfach mal abhauen. Gut, zum Glück fährt der eine gerade los. Vielleicht kommen die anderen dann durch. Komm, drückt mal alle vor hier. Na, das ist jetzt natürlich auch bescheuert. Kann jetzt weiterfahren? Bitte sag mir, du kannst weiterfahren. Okay, sehr gut. Der soll aber eigentlich nur da oben zu dieser... Naja, ihr wisst ja, was ich hab. Den fällt neben Gleis. Laden, wenn vorhanden? Nein. Ah, egal, laden, wir fahren, ist okay. Vorladen einer Fracht. Ja, schade, jetzt stehen die hier und müssen warten, bis die anderen Vollidioten mit ihrem Produktfracht klarkommen. Da sollte ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen besser drauf aufpassen. Ich dachte, wenn ich als erstes hier oben die als 1 definiere, dass die auch direkt da als erstes hinfahren. Ja, das wäre schon irgendwie sinnvoll gewesen. Keine Ahnung, was ich gerade falsch gemacht habe. Aber wenn ihr das wisst, warum jetzt die als erstes hier auf den zweiten fahren, ja, ich weiß nicht. Kann ich irgendwie gerade nicht ganz verstehen. Und hier, das mit den Produkten dauert auch ewig lang. Also die werden hier erstmal noch ein bisschen stehen und mich Geld kosten. Schöne Scheiße. Dann drücken wir mal auf Fast Forward. Um das ein bisschen zu beschleunigen hier. Ich hoffe, hier kommt auch gleich mal wieder Produkte rein. Das sind die auszuhalten. Juhu, 1. Erstmal fett Minus gemacht hier. Güter 2. Güter 3. Komm, ein bisschen mehr Güter darfst du ruhig produzieren, mein Freund. Ich hoffe, sobald ich den Bedarf decke, hier von Öl und Erz, Kohle und Erz, Entschuldigung, dass auch der Produktion sich natürlich erhöht. Okay, zwei Produkte, das heißt, gleich fährt wieder einer los. Wunderbar, sehr gut. Jetzt hoffe ich doch mal, dass die Penner hier durchfahren können. Halleluja, es funktioniert. Ha, 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 sehr gut. Alles klar, endlich sind sie unterwegs. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar, das funktioniert also. Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf unsere Gesamtübersicht. Wir sind, wir sind mit 600.000 im letzten Jahr leider im Minus gelandet. So, wir machen die Geschwindigkeit mal ein bisschen wieder runter. Jetzt wird mir alles ein bisschen zu schnell. Und wir schauen mal. Ach Mist, jetzt habe ich gerade die Jahresstatistik verpasst. Wo ist denn hier unser Goldesel? Das ist auf jeden Fall die Eisenbahn gerade mit fast 500.000 im Jahr, was wirklich sehr geil ist. Ich sollte mich auch langsam um das Alter kümmern der Fahrzeuge, nicht, dass die krepieren oder irgendwie an Performance verlieren. Auch meine Karren machen jetzt wieder Plus, hurra. Ja gut, sieht gut aus. Und das heißt, der Güterverkehr ist auch gut dabei hier, so 40.000, ne? Also im Endeffekt bin ich doch eigentlich im Plus. Jetzt sollte ich wahrscheinlich einfach mal ein bisschen Gas geben und warten. Damit hier mal wieder Plus rauskommt. Schaut mal her, das ist doch eine schöne Zahl. Was war denn bis jetzt mein Rekord? 46.000 im Jahr. Und ich bin jetzt schon bei 176. Das lässt sich doch aushalten. Ich würde sagen, wir tun mal hier was zurückzahlen. Nochmal 200.000.
um den Kredit oder Darlehen loszuwerden. Weil da kostet ja Zinsen ohne Ende hier. Wo sind denn unsere Zinsen hier? 26.000. Wollen wir natürlich nicht im Jahr. 26.000 Zinsen. Das ist fast 10%. Die Güter bewegen sich auch wieder, was schön ist. Die zwei Jungs hier, das sind die, die auf jeden Fall Kohle jetzt besorgen. Und ja, das ist bis jetzt, was ich gebaut habe. Ein paar Gütertransporte, weniger Personen. Aber es heißt weniger Personen. Hier ist gerade, ja, es ist gut, sieht gut aus. Ist denn der jetzt hier befüllt, der Zug? 18 von 24, nicht ganz voll, aber genügt. Ist der da drüben auch schon losgefahren? Ja, der ist auch schon losgefahren. Das heißt, die treffen sich gleich wieder in der Mitte. Und dann gibt es das Rendezvous an der wunderbaren Gleisschnittstelle, die ich hier gebaut habe. Ich hoffe, euch gefällt, was ich hier mache. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt oder irgendwie Vorschläge, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ich habe Mordspaß hier bei diesem Spiel. Ich hoffe ihr auch. Ich bin dann mal wieder draußen. Ralfing RP verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.